Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, ja, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge Bus-Simulator. Ja, eigentlich war ja jetzt für letzte Woche ein Livestream geplant gewesen, hat leider nicht funktioniert. Wir hatten hier Besuch, zufälligerweise, und das hat sich alles so in die Länge gezogen, dass das Ganze hätte erst maximal um 9:00 Uhr gestartet. Zudem bin ich noch immer noch leicht erkältet, habt ihr ja schon in den News gehört. Von daher war es vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, das Ganze einfach nochmal aufzuschieben. Ja, in der Richtung aufzuschieben, dass wir das eventuell dann im 20-Stunden-Livestream eventuell machen oder vielleicht dann irgendwann später nochmal. Deswegen machen wir heute ganz normal die Folgen weiter und hoffen mal, dass das Ganze hier funktioniert. Denn es gab ja ein neues Update, welches ja für den Bus-Simulator erschienen ist, was ich ja auch in den News berichtet hatte. Und ja, hier gab es zum Beispiel kleinere, oder was heißt kleinere, große Sachen, die man jetzt hier zum Beispiel machen kann. Ich sehe aber gerade, da ist schon wieder ein neuer Fehler mit reingerutscht, und zwar steht jetzt nämlich oben Toggle Mission Object. Das war doch meiner Meinung nach deutsch gewesen, jetzt ist es hier in Englisch. Naja gut, aber sonst ist ja alles deutsch hier. Wir haben hier eine neue Strecke und sowas, Karte bewegen, das ist ja alles deutsch. Also, ja, kommt eins, kommt immer das nächste. Und ja, was zum Beispiel auch neu ist für Leute, die jetzt zum Beispiel die PlayStation 4 besitzen oder die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X, da haben jetzt hier unter den Einstellungsmöglichkeiten jetzt die Möglichkeit, hier unter der Bildqualität entweder auf Qualität zu gehen oder aber auf Leistung. Also somit kann man das Ganze dementsprechend nochmal so ein bisschen, ja, entweder aufpäppeln oder ja, mehr Leistung zu bekommen, falls das Ganze wirklich zu extrem ruckelt. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was euer System so macht. Auf jeden Fall wird diese Option erst freigeschaltet, sobald ihr irgendwie 4K angeschlossen habt, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, gelesen habe. Müsst ihr mal gucken, vielleicht funktioniert das Ganze auch noch mit einem ganz normalen HD-Fernseher, falls ihr diese Option hier zur Verfügung habt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Also ich könnte das Ganze hier sogar in 4K aufnehmen, aber das macht halt wenig Sinn, weil kaum einer guckt 4K. So, gut, ich gehe mal hier zurück. Wir haben ja jetzt unsere Missionsziele. Ach, guck mal. Ah. Seht ihr das? Guck mal, jetzt ist Deutsch, wenn ich hier auf der Strecke bin. Wenn ich hier oben auf neue Strecke gehe, dann schreibt er mir Toggle Missions Objects. Okay. Alles klar. Ja, das sind halt diese kleinen Fehler, die halt immer mal wieder passieren. So, wie soll er den Hafen anschließen? So wie wir es ja gelesen haben, ne? Die Hafenverwaltung freischalten Nutzerfahrer um auf eine Strecke. Und das sind hier alle Nutzerfahrer und alle Bushaltestellen benötigen Level 3. Das könnte ein bisschen problematisch werden, weil hier ist die Rede von allen Haltestellen. Also das heißt, wir müssen mindestens alle Haltestellen auch verbunden haben, damit das Ganze funktioniert, ne? Also ich guck gerade mal, es sind alle, also wir haben 4 Fahrer sind drauf. 6 Busse haben wir, also wir könnten sogar eine neue Tour erstellen. Siegwalden, Oakville und Port Amber. Die können wir uns mal markieren hier. Und da haben wir Port Amber. Da hätten wir, aha. Hier ist Siegwalden und da oben ist Oakville. Ha, okay. Da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir dürfen nicht mehr als 12 Haltestellen sein. Ich gucke gerade, was jetzt gerade Sinn macht. Ja. Wir kommen halt nicht auf die. Wir müssen auf die Autobahn wahrscheinlich rauf. Wir machen mal. Wir planen mal eine neue Strecke. So, gehen wir mal jetzt hier hin. So, dann. Oh, ich komme hier gar nicht weiter. Was ist hier los? Ah, okay. Müssen wir so machen? Nein, können wir das bitte umgedreht machen? Richtung ändern? Okay, das geht hier nicht. So, dann machen wir es so. Das ist alles blöd. Dann lassen wir die hier unten mal weg und nehmen wir die hier. Also auf jeden Fall müssen wir die Hafenverwaltung. Ne, also wir müssen nochmal alles wegmachen. So. Oh Gott. Ja, wir wollen verwerfen. Ja, wir machen nochmal neu. Das hat jetzt hier irgendwie gerade nicht funktioniert. Neue Strecke. So, Linie 16. So. Achso. Oh, warum geht das denn jetzt nicht?
muss mindestens 7 Busse besitzen, um die Haltestelle Hafen. Ah, deswegen können wir sie also nicht anfahren. Ja, schauen wir doch mal. Können wir überhaupt einen Bus kaufen? Ist das überhaupt drin? Busdepot? Schauen wir mal. Shop. Haben wir jetzt hier unten. Oh, wir haben sogar einen Gelenkbus schon zur Verfügung. 24.000. Wer auch drinne, ist gekauft. Und haben wir unseren ersten Gelenkbus. Leute, ja, läuft doch langsam. So, und jetzt müssten wir die Strecke planen können. Ah, okay, jetzt ist die Hafenverwaltung automatisch freigeschaltet. Gut. Dann nochmal neu. Abbrechen. So. Ich weiß nicht, was er macht. Das ist irgendwie gerade ziemlich komisch. So, so. Das Problem ist, hier fahren wir nicht über die Autobahn, ne? Also ich würde, wenn denn, schon versuchen, die Autobahn mitzunehmen. Was passiert, wenn wir jetzt... Ah, guck mal. Das sieht besser aus. Oh nee, das ist jetzt hier alles falsch, was er gerade macht. So, machen wir bis zum alten Sägewerk. Maximal 12 Haltestellen. Port M mal 4 Haltestellen. Haben wir, sind wir bei... Haben wir erstmal die Hafenverwaltung, dann Pier 3, Pier 1. Reste Lagerhallen und dann geht's nach Sigvaldo. Ja, so würde ich das Ganze schon tatsächlich lassen. Wir speichern das Ganze mal. Dann haben wir... Nee, wir wollen weiterhin planen. Och. Also irgendwas ist hier echt komisch. Was soll man machen? 4 Haltestellen im Gewerbegebiet und 4 im Port Ember. Ich kann nichts machen gerade. Ja. So. Industrie. Old Town. Das ist das hier oben, ne? Astra Center ist ja das Gewerbegebiet. Dann neue Strecke. Warte mal, nimm mal die wieder raus, die. Also irgendwie muss ich sagen, irgendwie fühlt sich das Update hier nicht richtig an. Das ist gerade so ein bisschen. Ah, kommt man hier nicht anders runter? Das ist... Sollte eigentlich passen. Das speichern wir.
So, was haben wir jetzt noch? Irgendwie hängt er sich denn hier auf hier. Das ist. Ich kann nichts machen, das ist. Also wir haben einen Hauptbahnhof. Landwirtschaft. Okay. So, Arbeitergasse, Fairgrounds. So, ne? Das sieht doch auch nach einem Plan aus. Wir müssen hier allerdings wieder Fahrer wieder raufsetzen. So, die letzte. Nutze Fahrer auf der Strecke mit maximal 14. Landwirtschaft, Industrie, alle Haltestellen von Port Ömmer. So, neue Strecke. Also Landwirtschaftszone, zwei Stück. Dann Industriezone, zwei Stück. Und alle Haltestellen von Port Ember. Alter, das ist irgendwie, habt ihr auch das Problem, dass hier das irgendwie bei euch ein bisschen eigenartig läuft? Dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Ich finde, das zickt ein bisschen rum hier. So, speichern. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal alle Linien hier drauf. Wir haben 7 Busse, 5 Fahrer. Wir werden uns mal noch einen neuen Fahrer einstellen. Ach, guck mal, hier ist ein Profi. So, und wir werden jetzt noch mal eine Tour fahren, würde ich sagen. Das sind die 4 Haltestellen, die wir hier fahren sollten. Nee. Ja, 16 ist. So, machen wir mal einen Tag bitte. Und wir nehmen jetzt hier gleich mal den Gelenkbus. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir unseren Gelenkbus hier. Ja, das schaut doch schon ganz gut aus. So, dann bitte einmal. Gut abgesenkt. Müssen wir wieder gucken. Wo war denn jetzt die Rampe? Hier ist er. Der Rampe wieder nicht geklappt hier.
So. Siehst du mal. Ich glaube, ich werde krank. Ja, das, wie gesagt, das war ja alles das, was ich eigentlich hier im Livestream machen wollte. Tourenplan, vielleicht die nächste Missionsziele hier so abschließen. Aber nun gut, man kann halt nicht immer alles haben. Das, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Ja, aber wir kriegen das auch so hin. Auch kommt immer öfter die Frage, wie lange dauert es noch? Ja, Leute, ich würde es diesmal schon gerne versuchen, auch durchzuziehen, das Ganze. Ja, also, ich würde mir das Ganze nicht übernehmen. Ja, also, das wäre schon schön, wenn wir irgendwie dabei das weiterkommen. Irgendwann bekommt er den DLC. Und da wäre es natürlich schon klasse, wenn wir bis dahin natürlich auch kommen, dass wir den DLC zumindest schon freischalten können. Oder dass wir jetzt hier nachher Geldprobleme haben oder sowas. Ja, also das wäre schon schön, wenn das dann dementsprechend so funktioniert. Wie gesagt, in der Theorie sieht es dann doch wieder ein bisschen anders aus. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen warten. Normalerweise ist bei den DS raus. Ich muss sagen, das wirkt irgendwie alles nicht mal so ganz so pixelig, oder? Fällt mir das jetzt nur so auf. Dadurch, dass wir jetzt ja auf Qualität sind. Flüssig läuft es natürlich nicht, ne? Also 60 FPS erreichen wir hier um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das kann man jetzt dementsprechend einstellen. Müsste man vielleicht mal sich da mal hinsetzen und mal gucken. Geht man mal eher auf. Schaut man sich in die nächste Folge zum Beispiel die Performance an. Und in dieser Folge jetzt die Qualität. Aber so weit, so gut. So, wir. Die Leuchten sind auch sehr, sehr schwach, ne? Sehe ich jetzt gerade mal so ein bisschen. Ah, das ist natürlich nicht so geil. Ah, das sieht auch gut aus, ne? Also, kann ich schon sehen lassen. Boah, bremst doch! So, ab nach Siegwalden. Haben wir jetzt ein großes Stück vor uns. 7 Minuten haben wir Zeit. Oh nein, ich bin eingeschlafen.
Ja, dafür kann ich nichts. Also wie gesagt, das ist das größte Feature, was jetzt eigentlich so neu dazu gekommen ist. Natürlich hat man viele, viele Bugfixes gemacht. Zum Beispiel war es ja auch nicht möglich gewesen, liegen gelassene Gegenstände zum Beispiel aufzuheben. Ja, also das funktioniert ja einfach nicht. Das neue ist jetzt mit dem Update auch gefixt worden. Auch zum Beispiel, was man ja so in dem Menü gerade gesehen hat, jetzt haben wir wieder ein Vollbild, aber sind wir nachher wieder im Kartenabschnitt, wo wir die Touren zum Beispiel planen können, ist das kein Vollbild mehr. Wir haben überall oben, unten, links und rechts immer so einen schwarzen kleinen Streifen. Wie gesagt, das soll jetzt halt auch noch gefixt werden. Und ja, wie gesagt, also viele, viele Fehler halt, die noch vorhanden waren, hat man hier versucht zu reparieren. Also das ist ja seit langem mal wieder ein sehr, sehr großes Update. Bin mal gespannt, ob die Performance im Allgemeinen natürlich dann auch verbessert wurde. Ja, also könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, falls ihr anfangs zum Beispiel so Schwierigkeiten hattet mit dem Bus-Simulator auf der Konsole. Nutzt aber die Kommentarfunktion. Hier wäre eigentlich so ein Überlandbus eigentlich genau das Richtige. Also eher so ein Iveco oder sowas, der würde sich hier natürlich anbieten, statt jetzt ein Gelenkbus hier von Citaro. Oh, da ist wieder Manfred hier drin, der hat schon wieder rumgemeckert, weil ich so rumgeeiert bin. Achso, zum Beispiel auch das mit der Scheibe hier. Weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, wenn es geregnet hat, war die, bei dem Citaro war das, war die Scheibe schwarz gewesen. Die Einstiegstür hier vorne, die war schwarz, aber nur wenn es geregnet hat. Das soll jetzt wohl auch gefixt worden sein, also man ist da schon wirklich hinterher. Das Ganze so optimal wie möglich hinzubiegen. Finde ich auf jeden Fall eine starke Sache. Astra Park. For brighter future. Okay. So, wir müssen runter. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, ist schon wieder. Oh. So, schön. Also in den Stein gehen. Hopp, hopp. Ich hätte gerne ein paar Fragen. Einzeln, Standards, zwei Stück. Oh nein, zurück. Sie wollte nur zwei. Und 60 Cent. So. Gut, dass er hier einfach rumsteht. Och komm, weißt du, ich bin da so langsam rübergefahren. Und der sagt mir, was mit Schlagloch. Boah, na gut, da sind wir jetzt voll durch. Das sah so schon aus, als ob wir das schon mit 80 mitgenommen haben. Knapp. Aber hat geklappt.
wundervoll. Siegwaldin. Steht unser Iveco, steht da, unser Erdgard-Bus. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Oh ja, Wochenende wird großartig. Habt ihr einen Urlaub? 2 Wochen? Geil! Freue ich mich drauf. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich brauche eine Fahrkarte. So eine Woche. Standard. Sieh dir den ganzen Abfall auf der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal? Danke. Müssen wir mal gucken. In der nächsten Folge, wo wir hier die Möglichkeit finden, einzusehen, welche Haltestellen wir zum Beispiel noch stärker befahren müssen, damit sie auch auf Level 3 kommt. Das sind jetzt so Aufgaben, die können jetzt ein bisschen dauern, weil wir sie jetzt halt, wir müssen sie halt fahren. Es bringt nichts, wenn die KI fährt, wir müssen fahren. Ich finde, das sieht tatsächlich irgendwie anders aus. Ich weiß nicht. Das kommt natürlich noch nicht an die PC-Qualität ran. Ja, das ist verständlich. Aber ich finde, das sieht halt im Allgemeinen anders aus. Schärfer irgendwie. Nicht so pixelig. Ich kann ja, ich sehe jetzt sogar richtig das Dashboard und jetzt alles hier sowas hier. Das war ja, also teilweise war es schon echt so unscharf gewesen, dass ich ja nicht mal mehr unterscheiden konnte, welchen Gang wir jetzt aktuell drin haben bei einer Automatikschaltung. Ja, also das soll schon was heißen. Nein, aber nochmal, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Also es dauert halt so lange, wie es halt dauert. Ne? Also ich versuche jetzt hier auch nicht jetzt mit Teufel komm raus, jetzt hier alles schnell zu beschleunigen oder sowas, wie manche andere. Boah. Deswegen, also wir lassen uns hier ganz normal Zeit. Wir, rennt doch nicht weg hier, das Ganze. Es kommt zwar jetzt demnächst ein neues Projekt, was ich jetzt auch gerne anfangen möchte, denn sobald es natürlich verfügbar ist, muss er natürlich abwarten. Sobald wir das natürlich haben. Aber so, sonst, ja, läuft es halt einfach weiter. Das ist genau so eine Simulation, wie wahrscheinlich jede andere Simulation. Die endet einfach halt nie. Und du hast ja eigentlich immer irgendwas zu tun. Und von daher, ja, muss ich mich nicht großartig beeilen, um, weiß ich, Gottes Willen, der Erste zu sein, der irgendwas zeigen kann oder so. Das liegt mir überhaupt nicht. Wir spielen das Ganze mal so, wie es halt gehört. Ja, und versuchen natürlich, dass die Firma nicht bankrott geht, denn das ist ja hier möglich. Ja, wir haben ja das Spiel drin, dass wir bankrott gehen können, das Spiel zu Ende. Und darauf möchte ich natürlich nicht hinarbeiten. Es wäre schon schön, wenn wir eine Firma hätten, ja, die natürlich weiterhin existent bleibt. Und dann kommen ja irgendwann noch die ganzen DLCs raus. Ich rechne zwar nicht mal mit diesem Jahr, aber vielleicht dann so ab nächstem Jahr. Und dann wäre es doch cool, wenn wir dann dementsprechend an unsere Karriere dort weiterarbeiten können. Also das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist das mit dem Tablet da. Auch gut eingelenkt. Ja, also wie gesagt, ihr seht, ne, der Bus ist viel zu groß.
Aber doch, ich finde, es hat sich an der Grafik wirklich was getan. Oh, 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 oh. Na toll. Auf den letzten Meter, weißt du, auf den letzten Meter. Jemand hinterließ Müll. So. Also, hier haben wir definitiv gesehen, der Bus ist definitiv zu groß. Ja, jetzt durch den Unfall jetzt, das war ein bisschen blöd. Na guck mal, hier haben wir noch so viele. Achso, guck mal, die sind jetzt schon Level 3 zumindest. Wir haben neue Farben, Level Up, wunderschön. Und in der nächsten Folge machen wir hier an der Stelle weiter. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt hier vom Bus-Simulator, würde ich mich freuen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!